Ich bin Kai Bösel. Ich bin Jan Hartmann. Wir sind Papas und das sind die Wunschzettel unserer Kinder. Und die bringen wir jetzt zum Weihnachtsmann. Also die Tür steht ja unter dem Motto Work-Drive-Balance. Ich bin jetzt aus einer sehr stressigen, harten Arbeitswoche rausgekommen, viel gefroren, viel draußen, sehr körperlich. Und in dem Moment, in dem du ins Auto einsteigst und du weißt, ich habe 1000 Kilometer vor mir, ist erstmal natürlich echt eine Hausnummer, aber der Wagen ist dermaßen, trotz der ganzen Power und der Leistung, die du auf jedem Moment abrufen kannst, wahnsinnig komfortabel, schön isoliert nach außen, Motor kommt genug durch, wahnsinnig gut als Business-Limousine geeignet, genauso wie für 4 Leute mal kurz einen Wochenendtrip zu machen. Alles sehr clean, ich mag das auch, ein bisschen ins Cockpit reingebaut, ne? Sehr modern, ein bisschen Kampfjet-Feeling, also macht schon Spaß. Wir sind in Deutschland gestartet, sind dann mit der Fähre nach Dänemark übergesetzt. Dann haben wir Schweden durchkreuzt und sind dann in Norwegen angekommen, wo eben der Weihnachtsmann wohnt. Ob ich an Weihnachtsmann glaube, ist so eine Sache. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also ein bisschen träumen muss man immer, finde ich. Kind im Mann soll auch bleiben. Also dieses Bild aus der Kindheit finde ich immer ganz schön. Du verlierst das so schnell, wenn du erwachsen bist. Und man muss irgendwie funktionieren, alles ist viel zu schnell. Insofern so eine kleine Insel schaffen, gerade zu Weihnachten, macht echt Sinn. Ja, das war schon ein sehr besonderer Moment, als wir da in Drobak angekommen sind. Die ganze Stadt ist sehr weihnachtlich geschmückt und wir haben die dann im Abendlicht erwischt. Und insofern war dieser Besuch beim Weihnachtsmannhaus tatsächlich ein sehr schöner Moment. Glaube ich, gar nicht ein Highlight erlebt, sondern die ganze Tour als solches als unheimlich schön wahrgenommen. Wir haben sehr viele schöne Stops unterwegs gemacht, viele Facetten entdeckt, so dieses skandinavische, natürliche erlebt und das war eigentlich so der Gesamteindruck. Wir haben unterwegs einen Elch gesehen und das hatte ich mir gewünscht für die Fahrt und dass das tatsächlich passiert ist, das war vielleicht dann tatsächlich ein kleines Highlight.